Traumatisierung führt also dann dazu, dass wir ihr ganzes Leben lang nicht richtig
wissen, ob wir nicht Peperonist sind oder nicht. Manche versuchen dann, das auszugleichen mit guten Taten und manche fallen den Wurzel drauf und bleiben Peperonisten. Es kommt darauf an, manchmal jeweils in einer oder in der anderen Situation ist. Auf alle Fälle entsteht ja die Identität, also das, was wir glauben, dass wir sind. Das, was wir glauben, dass wir sind, das sind wir natürlich nicht, weil wir verteidigen es dann halt mit Glauben. Und wie sagt man, mit Tränen und Glauben, ja, ich glaube, mit Tränen und Glauben und verteidigen es, diese Identität. Ja, und darum glauben wir sozusagen immer, dass das Schlafen gehen und das Schlaf, den wir brauchen, wie viel Schlaf wir brauchen, dass das ganz viel mit uns zu tun hat. Und dann, wenn wir älter werden, dann verändert sich der Schlafrhythmus. Da hat der Zeit im Eingehen. Und dann sind die Menschen ganz nervös, wenn sie plötzlich nicht mehr so lang schlafen. Oder wenn sie nicht mehr durchschlafen. Und glauben, es ist mit ihnen gar nichts, irgendwas nicht in Ordnung. Obwohl sie eigentlich gut ausgeschlafen sind. Und steigern sich so in diese Nervosität rein, dass sie dann im Endeffekt in einer selbstfulfillenden Prophecy, einer selbstfulfillenden Prophezeiung, dann wirklich nicht schlafen können. Weil es so ein starkes Identitätsmerkmal ist. Es kommen zu uns manchmal Patienten, die also eine Schlafstörung haben, vermeintlich. Und dann fragt man sich, wie viel haben sie geschlafen, wie sie so jünger waren und gut geschlafen haben. Dann sagt sie 8 Stunden, wenn man dann schaut, diese Menschen. Also da 8-stündige Schlafbedürfnis haben und am Nachmittag legen sie sich 1,5 Stunden hin und dann gehen sie beim Halten ins Schlafen. Das Fernsehprogramm, das so schlecht ist. Und dann wachen sie eben entsprechend in den frühen Morgenstunden auf, dann sind sie kreativ, das haben sie früher nie gemacht und glauben sie an eine Schlafstörung. Das ist keine Schlafstörung, sondern das ist eine Veränderung des Schlafrhythmus. Der natürlich im Alter zustande kommt, weil da ist die Siesta ganz wichtig, darüber werden wir ein bisschen sprechen, was die Siesta ist. Siesta ist ein bisschen Mittagsschlaf, aber man natürlich. Und das ist also immer wichtiger, weil der alte Mensch nicht mehr die Vitalität hat, dass er den ganzen Tag durchgeht. Eigentlich haben wir die alle nicht, aber ich würde das sonst nicht ein. Ja, also der Schlaf hat ganz, ganz viel mit Identität zu tun. Wenn man verhindert, dann sind wir normalerweise nicht nervös und glauben, es stimmt, was mit uns nicht heißt oder nichts. Weil die wissenschaftliche Medizin definiert die Mittelschlafstörungen mit entsprechenden Eindurchschlafstörungen mindestens einmal die Woche. Aber dazu kommt, und das muss man sagen, auch eine entsprechende Tagesmüdigkeit. Das heißt, wenn Sie schlecht schlafen, aber nicht tagesmüde sind, nicht sozusagen aufgrund dieses schlechten Schlafs tagesmüde sind, dann ist das weiter Schlafstörung. Sozusagen medizinisch gesehen. Mediziner erinnern den Menschen gerne ein, dass sie nichts haben, wie sie wissen, aber in dem Fall ist es vielleicht günstig. Also, eine Schlafstörung nur, wenn wir eine Tagesmüdigkeit haben. Einbildung ist ja auch Verbildung, wie Sie wissen, sind ja alle Hundert und eine Rechte. Rechte selber sind natürlich besonders über 100. Das ist wahrscheinlich, wenn man das alles studiert, und wir wissen ja alles, was man viel in Einbildung hat. Man kann ja auch die Hundertische Ader haben, 1200. Also
müssen Sie sich vorstellen, das ist beinhart. Und jetzt sagt die Wissenschaft, dass der Range zwischen den Schlafbedürfnissen von 4 Stunden bis 12 Stunden dauert. Und jetzt möchte ich gerne eine kleine Publikumsbeteiligung einführen und Sie bitten, aufzuzeigen, wer von Ihnen 12 Stunden Schlaf braucht. Wer braucht 12 Stunden Schlaf im Haus? Eine Person, zwei, oh, super. Ich habe noch nie eine Veranstaltung gehabt, wo sich einer getraut hat, 12 Stunden Schlaf. Das ist so ähnlich. So ähnlich. Sie müssen einmal fragen in Ihrer Umgebung, messen Sie sich einmal ab und wiegen Sie sich einmal ab und dann fragen Sie einmal in Ihrer Umgebung, wie groß die Menschen sind und wie schwer sie sind. Sie werden merken, sie lügen alle. Ja. Alle sind viel größer, sind viel kleiner, als sie sagen, und alle sind viel schwerer, als sie sagen. Das ist ganz sicher. Also danke für die Ehrlichkeit. 11 Stunden. 11 Stunden, immer. 10 Stunden. Ah, da sind schon einige. Ja. Dann 9. Ja. 8. 7. Sehen Sie, zwischen 8 und 7 sind die meisten. Ja, dann 6. 6 Stunden sind auch einige. 5. Sind noch ein paar. 4 Stunden. Gibt es weniger 4 Stunden? Ja, da oben, gratuliere. Gibt es wen, der weniger als 4 Stunden Schlaf braucht? Sie sehen, das ist ganz interessant, das weist wieder darauf hin, auf das, was ich am Anfang gesagt habe, dass nämlich das Schlafbedürfnis zum Beispiel von jedem gewusst wird. Ja? Jeder weiß, wie lange er schlaft. Ja? Das ist die Identität, die wir mit dem Schlaf verbinden. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, die Dame, die 4 Stunden Schlaf braucht, die hat ja, wenn sie 60 Jahre alt wird oder 70 oder 80, eine durchschnittliche Österreicherin wird ja ungefähr 85 Jahre alt, wenn sie 85 Jahre alt wird, die hat ja viel mehr Lebenszeit als die Dame, die 12 Stunden Schlaf braucht. Ist das nicht total ungerecht? Gott sei Dank ist es ja so, dass wir alle die Zeit, die wir zur Verfügung haben, ja mit blödsinnigen Zeitvertreiben vertun, und so ist es dann wieder gleich. Ne? Also Fernsehen, Donau oder sinnlose Gespräche führen, ja, oder irgendwelche Meetings abhalten oder so. Also, das ist ja, also insofern ist es ja nicht so. Es ist ja so, man kann ja die Zeit intensiv nutzen. Ja? Aber es ist so, dass die Menschen, die weniger Schlaf haben, nicht deswegen kürzer leben. Also die leben gleich lang, wie die Langschlaf brauchen. Und das lässt sich, wie gesagt, nicht abkürzen. Wenn man geboren wird, dann braucht man mehr Schlaf. Der durchschnittliche Säugling, wenn er geboren wird, braucht ungefähr 18 Stunden Schlaf. 18 bis 20 Stunden Schlaf. Und wenn man sozusagen so ungefähr 20 Jahre alt ist, dann hat man ungefähr das Schlafbedürfnis erreicht, dass man bis ins hohe Alter hat. Jetzt früher hat man gedacht, also auch in der Schlafmedizin, dass das Schlafbedürfnis dann sukzessive weiter abnimmt. Wir wissen, dass das nicht so ist, aber wir wissen, dass sich ältere Menschen zwischendurch öfter hinlegen als jüngere, und darum war das sozusagen eine falsche Beobachtung, dass jetzt der Nachtschlaf als solcher bei älteren Menschen tatsächlich geringer im Ausmaß ist. Wenn die Kinder geboren werden, dann ist der REM-Anteil noch sehr groß. Da muss ich Ihnen kurz erklären, was der REM-Schlaf ist. Ja. 1953 hat ein paar Wissenschaftler als Kavinsky und Kaipan 1953 erst beobachtet, bei kleinen Kindern, die geschlafen haben, dass die Augenbewegungen, dass die Augen hin und her gegangen sind, und haben daraus den Rückschluss gemacht, dass es eine Schlafphase ist, nachdem dann die Augen nicht mehr gegangen ist, dass es eine Schlafphase gibt, in der die Augen hin und her gehen. Rapid Eye Movement heißt das, also die schnellen Augenbewegungen, Phase der schnellen Augenbewegungen.
Und als man dann das Elektroenzephalogramm zur Verfügung hatte und geschaut hat, was sozusagen da im Schlaf passiert, ist man aufgekommen, dass die Phase, in der die Augen schnell gehen, quasi eine Wachheit hat, wie praktisch eine Wachheit hat, die sehr nah am Wachzustand ist. So wie Sie wissen, dass wir während dieser schnellen Augenbewegungen ja trotzdem schlafen. Und wir sind sozusagen während dieser schnellen Augenbewegungen geschützt vom Aufwachen. Und wie sind wir geschützt? Indem wir gelähmt sind. Wir sind während dieser schnellen Augenbewegungen gelähmt. Diese Phasen dauern, sind ungefähr viermal, diese Phasen sind viermal in der Nacht und dauern etwa 20 bis 30 Minuten. Und in diesen Phasen sind wir tatsächlich gelähmt. Bei manchen Erkrankungen ist das nicht der Fall. Und wenn die Lähmung nicht da ist, dann bewegen sich die Menschen so, dass sie von ihren eigenen Bewegungen in diesen Schlafphasen regelmäßig aufwachen. Das ist natürlich dann sehr ungünstig, weil es ist also eine massive Schlafstörung, tritt Gott sei Dank selten auf und kann medikamentös behandelt werden, aber ist trotzdem also eine schwere Erkrankung. Aber hier ist doch nicht eine Freizeit, oder so, Entschuldigung. Also in dem Traum, wir haben gedacht, dass in
wächst sich normalerweise auf, aus, aber im Erwachsenenalter tritt es bei manchen Menschen doch auf. Also selten, aber doch tritt es auf. Und wie Sie wissen, das Sprechen im Schlaf, auch in der Jugend mehr, das kommt im Alter mehr vor. Auch besonders nach traumatischen Erlebnissen und so weiter und so fort. Bei Albträumen beispielsweise. Also warum man träumt, das erzähle ich Ihnen später. Sie haben also verstanden, wie man einen Schlaf, dass man immer tiefer in den Schlaf sinkt, dann kommt man wieder aus dem Schlaf raus, dann hat man die REM-Phase, die man träumt und so weiter und so fort. Die REM-Phase dient einer anderen Funktion noch im Körper. Wir sind ja Warmblüter und wir haben sozusagen, wir haben die hochkomplexe Aufgabe, unsere Körpertemperatur immer annähernd gleich zu halten, egal ob es warm oder kalt ist. Und auch bei krassen Temperaturunterschieden, die unmittelbar kommen. Und in dieser REM-Phase setzt die Temperaturregulation aus. Das heißt, in der REM-Phase ist nichts anderes, als dass sie quasi zum Kaltblüter werden. Das heißt, man kann einen Menschen in der REM-Phase herunterkühlen und er reagiert nicht dagegen. Weil wenn Sie zum Beispiel in der Nacht, wenn Sie schlafen und ich schleiche mich ein und mache dann das Fenster auf, dann wachen Sie ja auf, wenn Sie nicht in der Non-REM-Phase sind, weil Sie ja gegenregulieren und Sie haben zu wenig Decke und dann wachen Sie auf. Wenn Sie aber in der REM-Phase sind und ich mache das Fenster auf, dann wachen Sie nicht auf, weil Sie keine Gegenregulation haben, weil sozusagen wie die Schöckelseilbahn im Frühjahr einmal 4 Wochen nicht geht und auf Revision ist, so haben Sie jede Nacht in der REM-Phase eine Revision dieses komplexen physiologischen Mechanismus der Temperaturregulation. Und das passiert in der REM-Phase. In der REM-Phase passiert natürlich auch dann hauptsächlich das Träumen. Ich möchte jetzt sozusagen aufs Träumen zu sprechen kommen, weil Sie sich natürlich vielleicht fragen, was Träume natürlich sollen. Die Träume sind dazu da, dass wir sozusagen die Information differenzieren, die wichtige Information von der unwichtigen, und das, was ins Wachbewusstsein kommt, das wird sozusagen von dem differenziert, was ins Unbewusste weggeschmissen wird. Die ganzen vielen Erfahrungen, die wir untertags haben. Zusätzlich wird in den Träumen quasi werden physiologische Mechanismen trainiert, zum Beispiel Flüchten oder Sexualität. Wenn Sie wenig Sexualität in der Praxis haben, dann haben Sie mehr sexuelle Träume, weil das praktisch dann das Überleben trainiert. Wir sind ja darauf angewiesen, dass wir Sexualität haben, sonst nicht mehr aussterben. Das wird quasi so am Trockendock geübt. Ja. Ist auch schön. Ja. Sie haben also verschiedenste Funktionen der Träume. Und in den Träumen erleben wir ja psychotische Zustände. Also Sie sehen sich plötzlich in einer Badehose. Ja? Plötzlich sind Sie in der Badehose und gehen mit Ihrer ehemaligen Frau durch die Oper. Die anderen sind alle mit Smoking. Sie gehen mit der Badehose. Sie denken, es ist ein bisschen komisch, dass ich jetzt mit der Badehose da bin und so weiter und so fort. Das heißt, Sie haben so Sequenzen, gell? Ja, das ist mir jetzt nur so eingefallen, die Geschichte. Gell? Vielleicht haben Sie andere Träume. Sie haben jedenfalls Sequenzen, die sonderbar sind. Ja? Sie können vielleicht fliegen, was Sie normalerweise nicht können, ohne Flugzeug und so weiter und so fort. Und diese Sequenzen werden aber zu einer Geschichte zusammengebaut. Weil diese Sequenzen sind quasi nur diese Arbeit des Gehirns zur Integration Ihrer Bewusstseinsinhalte. Und dann gibt es einen zweiten, der quasi das Ganze zu einer Geschichte zusammenformt. Und so haben Sie diese ganzen magischen Geschichten, die so ähnlich sind wie eine Psychose, diese magischen Geschichten in den Träumen. Und da gibt es ein ganz interessantes Phänomen, das sogenannte luzide Träumen. Sie können, wenn Sie das üben, können Sie im Traum, nachdem Sie ja, das haben wir schon jetzt erörtert, eine untere Bewusstseinsebene
hier die übergeordnete Bewusstseinsebene, wo sie Gestalten ausmachen, obwohl das ja gar nicht zusammenpasst. Und dann können Sie, wenn Sie wollen und üben, eine weitere Bewusstseinsebene einführen, wo Sie, wenn Sie sich vornehmen am Abend und das einigermaßen trainieren, dann eine Bewusstseinsebene einführen, wo Sie selbst der Handelnde sind in Ihren Träumen. Das heißt, Sie können dann zum Beispiel, wenn Sie in der Badehose in der Oper sind und Sie sehen, dass da alle mit Smoking sind und Sie sind in der Badehose, können Sie, wenn Sie luzid träumen, dann sagen, ist eigentlich egal, jetzt sieht die Badehose auch noch aus. Zum Beispiel, das können Sie sagen. Oder Sie verschwinden geschwind in der Oper ins Klo. Nicht? Fragt Sie nur, ob im Traum das Klo so schnell zu finden ist. Ja? Also Sie können jedenfalls handeln. Nicht? Das ist ein interessantes Phänomen, das luzide Träumen. Da gibt es auch immens viel Literatur. Das ist ein interessantes Phänomen. Das wollte ich nur sozusagen Ihnen nebenbei gesagt haben. Weil ich wünsche mir, dass Sie nicht nur lachen, sondern dass Sie auch ein paar Dinge, die Sie vorher nicht gewusst haben, vielleicht auch mitnehmen. Ja? Wir haben jetzt sozusagen diese Phasen. Und diese REM-Phasen, wie gesagt, beim Erwachsenen sind es 20 Minuten, die Non-REM-Phasen sind so 1,5 Stunden und es wechselt sich so ab. Und beim kleinen Kind, aber beim kleinen Kind im Mutterleib, da ist es so, dass die REM-Phasen 80% des Schlafs ausmachen. Nicht nur 20%, wie nach 80%. Und beim Kleinkind, das geboren wird, machen die REM-Phasen sogar die Hälfte noch aus. Und dann wird es immer weniger. Weil das natürlich viel mehr neue Sinneseindrücke verarbeiten muss, als ein erwachsener Mensch. Und daher sind die REM-Phasen so lang. Und die dementen Menschen, die Menschen, die zum Beispiel eine Alzheimer-Demenz haben und praktisch nichts mehr aufnehmen können, sondern nur mehr das Altgedächtnis abspulen, praktisch nur mehr eine Fassade haben, die haben dann überhaupt keine REM-Phase mehr. Das heißt, die REM-Phasen sind ein Phänomen der Neugier des Menschen, des Aufnehmens neuer Bewusstseinsinhalte. Und ich bin, weil wir gesprochen haben über die Ungerechtigkeit, dass sie nur 4 Stunden Schlaf brauchen und wer andere 12 Stunden Schlaf braucht, da bin ich immer ein großer Anhänger davon, dass wir uns fragen müssen im Leben, wie können wir quasi das Leben intensivieren, wie können wir mehr leben im Leben. Ja? Und mehr Leben im Leben ist immer, wenn Sie quasi nicht alles schon kennen, wenn Sie zum Beispiel zu einem Minimate-Vortrag kommen. Gratuliere ich. Ja? Weil Sie sind Menschen, die nicht glauben, sie wissen schon alles, die nicht nur dorthin gehen, wo sie das hören, was sie immer schon gewusst haben, wie die meisten Menschen sich bestätigen lassen, sondern sie sind Menschen, die sich für was Neues interessieren und daher werden sie Folgendes erleben. Sie werden ihre eigene Zeitqualität ausdehnen können, weil sie werden sich ja schon gefragt haben, warum erleben Kinder die Zeit so lang und je älter man wird, desto schneller vergeht die Zeit. Das hängt sehr, sehr stark von diesem Phänomen ab, dass wir Menschen als Kinder die Dinge immer neu erleben und die Dinge nicht wissen und die Integration von den neuen Inhalten brauchen und immer neugierig sind. Und wenn man älter ist, dann weiß man eh schon alles und tauscht nur mehr Meinungen aus. Und Meinungen ist das Festgefügte, scheinbar Stabile in uns, das immer sinnlos ist und ein Blödsinn ist und das man halt so immer austauschen. Ich zu sagen pflege, wenn zwei Meinungen austauschen, dann geht jeder mit seiner eigenen wieder nach Hause. Ne? Und so werden wir alt, aber wir sind schon alt, bevor wir alt werden. Und wenn Sie sozusagen das Gehirn mit neuen Dingen und neuen Verknüpfungen belasten, dann haben Sie wahrscheinlich eine etwas längere Rennphase, aber auch ein längeres erlebtes Leben. Gut. Das war sozusagen diese REM-Phase und die gehen sozusagen rein statistisch dann auf 20% zurück. Und dann gibt es noch so einen Rhythmus des Schlafs. Ja. Es ist ja nicht so, dass jeder zur gleichen Stunde schlafen geht. Also wenn man fragt, wer ist sozusagen ein Morgenmensch
und muss am Abend so um 10 Uhr spätestens ins Bett gehen, ungeachtet vielleicht dessen, dass er einen unchristlichen Arbeitsbeginn hat, dann ist er so, ungeachtet dessen, dass er einen unchristlichen Arbeitsbeginn hat, dann haben manche Menschen, dann sind manche Menschen in der Situation, dass sie eben um 10 schlafen gehen müssen und andere gehen um 2 schlafen. Und so ist es, wenn man Kinder beobachtet, die sind eher Morgenmenschen, die sind eher morgentypisch, aber auch schon da ist es so, dass bei den Kindern schon zu beobachten ist, dass manche früher schlafen gehen und manche später und auch später aufstehen, ja, schon bei den Kindern. Das verschiebt sich dann bis zum 20., 25. Lebensjahr nach hinten. Also auch ein Morgenmensch, der später dann schon um 9 Uhr schlafen geht, wenn er älter ist und um 4 aufsteht, weil das ein normaler Rhythmus ist, der wird vielleicht in der Adoleszenz erst um 11 schlafen gehen und bis 7 schlafen. Aber ein Abendmensch wird dann vielleicht in der Adoleszenz einen extrem verdrehten Rhythmus haben und um 4 Uhr schlafen gehen und um 12 aufstehen. Aber dann, wenn er älter ist, wird er auch christlicherweise um 11 Uhr schlafen gehen und vielleicht um 7 aufstehen. Verstehen Sie? Das verschiebt sich. Das heißt, das hat sozusagen seine Rhythmen. Morgenmensch und Abendmensch, auch das wissen die Menschen. Und wovon das abhängt, das werde ich Ihnen jetzt gleich erklären. Aber es ist nicht so einfach, wenn ein Morgenmensch mit einem Abendmensch verheiratet ist, wenn er den Anspruch hat, dass in der Beziehung kommuniziert werden soll. Ja. Weil man natürlich froh ist, wenn man nicht kommuniziert, weil viele, also es gibt Ehen, die halten deswegen, weil man kommuniziert, und andere Ehen halten deswegen, weil man nicht mehr kommuniziert. Also je nachdem, welche Ehe es führen, ist es so, dass es günstig ist, wenn man unterschiedliche Rhythmus hat, oder ungünstig. Also muss man halt schneller kommunizieren, quasi, wenn man halt weniger miteinander auf ist. Ne? Und auch verschiedene. Ja, es ist schwierig. Es gibt sogar einmal. Es ist ja, wie soll man sich da näher kommen? Darauf möchte ich im zweiten Teil meines Vortrags eingehen. Wie man sich da näher kommt. Psychologe hat tatsächlich den Ausspruch gesagt, wenn man wen zitiert, der besonders gescheit ist, kann man ja immer Amerika verwenden. Also ein amerikanischer Psychologe hat gesagt, mehr Ehen werden aufgrund dieser unterschiedlichen Zeitdimensionen des Schlafs geschieden als wegen psychologischer Probleme. Ich meine, dass Sie gleich wissen, das halte ich für maßlos übertrieben, aber es ist ja ein Faktor. Vor allem, wenn Sie zum Beispiel eine symbiotische Beziehungsgestaltung als Idealbild haben und beleidigt sind, wenn Ihr Partner vielleicht nicht mit Ihnen um 9:30 schlafen geht, weil er da noch putzmunter ist. Nun möchte ich Ihnen sagen, wenn Sie Morgen- und Abendmenschen, den Morgen- und Abendmenschen, es gibt ein bisschen mehr Abendmenschen als Morgenmenschen, probieren wir mal eine kleine Abstimmung wieder, dass die Publikumsbeteiligung wieder ergeht schon, ich muss sie ein bisschen aktivieren. Das ist ein bisschen eine Publikumsbeteiligung. Sagen wir mal, wer ist Morgenmensch? Wer würde sich als Morgenmensch machen? So viel. Und der Abendmensch? Ja, das ist ja gleich viel. Super, aber auch das weiß praktisch jeder, ja? Ob er Morgen- oder Abendmensch ist. Ja? Das hängt davon ab. Das hängt davon ab, wie Ihr freilaufender Rhythmus ist. Sie müssen eines wissen, dass es so ist, dass wir, wenn wir jetzt uns in einen Bunker einsperren, was heißt Bunker, das klingt so schier, aber wenn wir sozusagen in einer Bedingung leben, wo keine Uhr ist und auch kein externer Zeitgeber, das heißt, Sie sehen kein Licht, Sie haben keine Uhr, Sie hören nichts, Sie sehen nichts, Sie haben sonst nett und kuschelig und bequem, alles zum Essen und so weiter, dann ist es so, dass Sie einen freilaufenden Rhythmus kriegen,
der länger ist als der Tag und dass sie quasi irgendwann einmal einen Tag kürzer sind. Also sie glauben nach einer gewissen Zeit, nach ungefähr einem Monat, dass sie eigentlich am Vortag leben, aber sie sind schon am nächsten Tag, weil sie einen freilaufenden Rhythmus haben, wie alle, der etwas länger ist als 24 Stunden. Weil das hat übrigens für einen Sinn. Erstens, das hat den Sinn, dass wir, das besser tolerieren, wenn wir einmal nicht rechtzeitig ins Bett kommen. Weil das ist sozusagen weil wir haben ja, wenn wir nicht rechtzeitig ins Bett kommen, quasi ein Jetlag. Und dadurch, dass wir einen längeren freilaufenden Rhythmus haben, hat das quasi den physiologischen Sinn, dass wir uns rücksynchronisieren können auf den Sonnentag, also auf die 24 Stunden. Und das ist günstig, weil wir sozusagen da aushalten, wenn wir drei Tage nicht so viel schlafen und dann wieder ein bisschen nachholen und so weiter und so fort. Das ist aber der Grund, weil die Morgenmenschen eben annähernd diesen 24-Stunden-Rhythmus genauer haben, können die auch nicht einfach aufbleiben und am nächsten Tag auch aufbleiben, während der Abendmensch ohne weiteres drei Tage hintereinander lang aufbleiben kann und dann holt das halt nach. Weil das ist auch wieder so eine physiologische Ungerechtigkeit. Ja. Dafür sind die Morgenmenschen, nachdem wir alle so früh zu arbeiten beginnen, Morgenmenschen am Morgen fit. Ja. Ich habe einen Kollegen, der ist Professor und der weiß alles, den sollten Sie einmal einladen. Und der ist aber ein extremer Abendmensch und sagt immer, sein Gehirn funktioniert bis 9 nicht richtig. Und dann rede ich immer, wenn ich mit ihm unterwegs bin, beim Kongress und so weiter, von 7 bis 9, dann rede ich immer sehr viel. Sage ich, das nütze ich jetzt aus, weil das ist die einzige Zeit am Tag, wo ich gescheiter bin als du. Jetzt übermorgen Menschen. Jetzt möchte ich Ihnen, weil ich sehe schon, das wird ja alles viel zu lang, weil ich möchte über Sexualität auch noch sprechen, jetzt möchte ich Ihnen noch über die Geheimnisse des Einschlafens erzählen. Ist das okay? Ja? Also, die Frage ist einmal, wann habe ich überhaupt eine Einschlafstörung? Die Medizin sagt, ab einer halben Stunde. Das dürfte ich Ihnen jetzt natürlich nicht sagen, weil da mache ich Sie zum Schlafneurotiker, ne, wenn ich Ihnen das sage. Ne. Wenn Sie eine halbe Stunde brauchen zum Einschlafen, dann ist es noch okay. Wenn Sie aber 31 Minuten brauchen, dann sind Sie das ist natürlich ein totaler Blödsinn. Wenn Sie lieb zu sich sind, können Sie einmal eine Stunde im Bett liegen, ist ja kein Problem, und dann warten, bis das Einzelmännchen kommt und Ihnen
Problem von schlafgestörten Menschen ist ja, dass sie schon wissen, dass sie Schlafstörungen haben. Und wenn sie sich ins Bett reinlegen, dann sind sie ja gar nicht müde gewöhnlich, die Menschen mit Schlafstörungen, weil müde waren sie ja vorher. Aber wenn sie sich ins Bett legen, sind sie ja normalerweise nicht müde, weil da sind sie schon so nervös, dass sie nicht einschlafen. Sie gehen sozusagen pflichtbewusst vor ins Bett, weil sie ja wissen, man weiß ja nie, wenn das Einzelmännchen vorbeifliegt, nicht? Oder das Sandmännchen, besser, ja, das Sandmännchen vorbeifliegt, ja, und mit dem Sack, nicht? Und dann will man ja schon in Position sein. Weil jeder normale Mensch geht nur schlafen, wenn er müde ist, aber der Schlafgestörte, der Temperaturkurve absackt. Das heißt,
wenn sie Schlafprobleme haben. Und da empfehle ich sehr, dass man Einschlafrituale macht. Es kann nicht jeder E-Mails beantworten bis kurz vor dem Einschlafen. Es ist günstig, wenn sie schlecht einschlafen können, sich 1,5 Stunden Zeit nehmen, wie bei einem Baby. Ja, jeder, der jemals ein Baby betreut hat, wird wissen, dass man das Einschlafen oder ein Kleinkind, das Einschlafen beginnt 1,5 bis 2 Stunden vor dem Schlaf und das braucht dann die immer gleichen Rituale und das darf keine Aktivierung sein und genauso muss man sich niederlegen. Ja. Das ist überhaupt ein interessantes Phänomen, dass alles Gescheite, was man mit anderen aufführt, auf sich selber meistens nicht anwendbar ist oder nicht angewandt ist. Ne? Die anderen liebt man, den anderen hört man zu, die anderen legt man hin und so weiter und so fort, auch bei sich selber macht man das. Das ist das Interessante. Bevor man mit Menschen, wie geht es zum Beispiel, sich selbst zu lieben? Ja? Ja, dann sage ich meistens, ja, das musst du einfach so machen, wie du die anderen liebst. Ne? Dann funktioniert das schon. Weiß ich jeder, wie man wen liebt. Weil irgendwann hat ja jeder einmal gern gehabt, richtig gern gehabt im Leben. Oder fast jeder. Und wenn man sich selber so liebt, wie man den man am liebsten gehabt hat, liebt, dann passt es gerade. Ja? So ist es auch beim Einschlafen. So richtig ein Schlafritual machen. Dann geht es. Dann kommen die Spannungen weg. Weil das Problem des gestörten Schlafs ist ja unter anderem das, der Tag, nicht die Nacht. Die Nacht ist nicht das Problem. Man kommt sozusagen, man hat den Tag gestaltet, man ist inadäquat. Darum kann man nicht schlafen. Ich habe mal ein Interview gegeben über Urlaub und da habe ich gesagt, ein Urlaub ist nur dann sozusagen erholsam, wenn man sich schon vor dem Urlaub in der Arbeit erholt. Aber das ist ja so. Ne? Wenn Sie anfangen mit der Erholung im Urlaub, dann ist es zu spät. Ja? Weil Sie ja dann den ganzen Urlaub dazu brauchen, dass Sie Ihre Spannungen in den Griff kriegen, was bekanntlich zu Spannungen führt. So ähnlich wie der von den Spannungen der Untergrund eigentlich nie wirklich zu einem ordentlichen Schlaf findet. Wenn er total erschöpft ist, schlaft er dann vielleicht 3 Stunden, dann wacht er auf, weil er die innere Spannung noch immer da ist. Und die Erschöpfung quasi nur durchtaucht durch den Schlaf und das führt nie zur Erholung. Blöderweise habe ich das in der Zeitung gesagt, und das Hängen in der ganzen Sigmund Freud Klinik, das vergrößerte Zitat von mir, dass man sich schon in der Arbeit erholen kann. So viel über den Schlaf erzählen, aber jetzt muss ich ganz mal über Sexualität sprechen. Obwohl ich ja so gern weiter über den Schlaf hören wollte. Die Sexualität hat sich ja total verändert in den letzten Jahrzehnten. Sie war ja immens vitalisiert. Viel mehr tabuisiert. Interessanterweise hat sich aber die Frequenz der Sexualität nicht wirklich verändert. Die Frequenz der Sexualität von Menschen miteinander. Was sich schon verändert hat, ist natürlich die Frequenz der Masturbation. Weil Masturbation war schon tabuisiert und heutzutage masturbieren ja fast alle Menschen. Fast alle, also bei den Frauen ist der Prozentsatz der Masturbation schon fast 100%, bei Männern war es ja schon immer so. Also das hat sich schon auch verändert. Vielleicht, weil ich auch bei der Masturbation gelandet bin, die Masturbation ist ja auch eine eigenständige, wird ja heutzutage auch als eigenständige sexuelle Aktivität erlebt. Sie ist besonders für die Frauen, wie für die weibliche Entwicklung der Sexualität, die wir dann gleich über den Unterschied zwischen weiblicher und männlicher Sexualität ein paar Worte Ihnen sagen. Aber für die Entwicklung der weiblichen Sexualität ist es besonders wichtig, weil die Frauen mit der Erfahrung, mit sich selber zum Kennenlernen des eigenen Körpers kommen. Es ist nämlich offensichtlich, dass das Erleben des
20. 25. Lebensjahr ihren Höhepunkt erreicht, während Frauen in ihrer eigenen sexuellen Entwicklung, im sexuellen Erleben, in der Tiefe der Sexualität eigentlich lebenslang Lernende bleiben. Und darum ist es so unglaublich wichtig, und das sage ich immer, wenn ich Vorträge habe zu Patientinnen, weil das ist ein Übergriff, sage ich immer, nur in ausgewählten Fällen natürlich, wo die Vertrauenssituation so ist, ermutige Frauen immer zur Masturbation, weil sie damit wirklich ganz viel für sich tun können. Das ist ganz was Wichtiges. Wollt ihr was dazu sagen? Nein. Ich habe mal nur gewinkt. Dann darf ich zurückwinken. Gegenseitig zwar befriedigt,
Ding, aber eigentlich ist das Masturbationszeit. Und was der große Nachteil ist von so einer Form von Sexualität, war eigentlich eine unbewusste Angst, ich spreche gar nicht von Störungen, dass man nicht wirklich in die Erlebensqualität kommt, in die wirkliche Erlebensqualität. Weil die Erlebensqualität im Leben ist umso größer, je weniger intentional, das heißt absichtlich etwas ist. Und Sexualität, die sozusagen so ritualisiert abläuft, die hat ein hohes Ausmaß an Absichtlichkeit. Sie wissen ja, bei aller Wertschätzung der Masturbation gegenüber aus ihrer eigenen Masturbationserfahrung, die wirklich tiefe Begegnung, wenn ihnen das im Leben gelungen ist, es gelingt ja nicht jedem Menschen, die wirklich tiefe sexuelle Begegnung mit einem anderen Menschen, die nicht absichtsvoll war, sondern wo man sozusagen ineinander hineingefallen ist, zärtlich und intensiv ineinander hineingefallen ist, in diesen Situationen erleben sie sozusagen, machen sie Erfahrungen, Begegnungserfahrungen, Befriedigungs- und Beglückungserfahrungen, die nicht vergleichbar sind mit dem, was sie erleben, wenn sie sozusagen die Bedürfnisbefriedigung im Kopf nehmen, im Vordergrund haben. Und die Entwicklung der Sexualität ist sicher, sich sozusagen so angstfrei hineinfallen lassen zu können in dieses Geschehen. Und diese ganzen Symptome, die da auftreten, von der Impotenz bis zur Ejakulatio praecox, also das der vorzeitige Samenerguss, wo man über alles natürlich ganz viel erzählen könnte, diese ganzen Phänomene, die sind alles Angstphänomene, unbewusste Angstphänomene, haben alles mit einer Beziehungsdynamik zu tun. Auch die Inappetenz der Frau hat mit der Beziehungsdynamik zu tun, darüber werde ich jetzt dann noch ein bisschen was erzählen, auch mit der Beziehungsdynamik zu tun, weil es ist ja oft so, dass Frauen oft mit Männern, die ihnen zwar gefallen erotisch, aber die sie nicht näher kennen, viel leichter Sexualität haben können, als mit Männern, die sie lieben. Das ist ja eine hohe Kunst, Sexualität, wirklich befriedigende Sexualität zu haben mit einem Menschen, den man liebt. Weil mit dem verbindet sich natürlich viel, vielleicht nicht nur positive Erfahrungen, auch viel positive Erfahrungen, dann Erwartungen und so weiter und so fort. Und da taucht über die Hintertür schon die Angst auf. Und da ist es besser, vielleicht mit einem unbeschriebenen Platz überhaupt traumatisierte Menschen. Die männliche Sexualität hat ja, nachdem es ja eine archetypische Geschichte ist mit der Sexualität, die männliche Sexualität hat ja ganz viel zu tun mit sozusagen sich vermehren wollen, möglichst viel vermehren wollen, evolutionsbiologisch. Und daher ist die männliche Sexualität nicht so beziehungsanfällig, würde ich sagen, im Durchschnitt, wie die weibliche. Die männliche Sexualität ist sehr beziehungsanfällig im Sinne von Ängsten. Ja? Wenn unbewusste Ängste natürlich da sind, die entstanden sein kann und von Erfahrungen in Primärbeziehungen, oft ist das ja in Familien tradiert, diese Sexualängste werden ja tradiert, die muss man ja gar nicht selber erlebt haben. Man muss ja das gar nicht selber erlebt haben. Eine verklemmte Mutter, da braucht man keine negativen Erfahrungen, erzeugt dann wieder eine verklemmte Tochter, aber wahrscheinlich einen verklemmten Sohn. Die Ängste werden ja sozusagen unbewusst weitergegeben. Aber grundsätzlich wissen Sie, sind Männer so, dass sie Sexualität quasi eher besser außerhalb eines Beziehungskontextes leben können als Frauen. Sie werden sich die Frage stellen, warum können dann Prostituierte das so gut? Prostituierte können das deswegen, weil sie ja zu 90% traumatisierte Frauen sind und das Trauma führt dann automatisch zu einem sogenannten Phänomen der Abspaltung, einem Dissoziationsphänomen. Und diese Dissoziation nutzen quasi die Prostituierten, dass sie das machen können. Sie haben quasi eine andere Persönlichkeit, wenn sie mit den Freiern schlafen, als die Persönlichkeit, die sie gewöhnlich haben. Das merkt man dann auch im Zuhörer, haben sie dann sozusagen eine typisch ambivalente Bindungsstruktur und können sich quasi nur dem hingeben, der sie quält. Und das weiß ich jetzt schon, kann ich jetzt da nicht aus Zeitgründen nehmen.
Binden zu tun und mit Sicherheit erzeugen. Das heißt, die weibliche Potenz, die viel mit der weiblichen Appetenz zu tun hat, hat den Sinn, quasi das Männchen, das man ausgesucht hat, quasi anzuziehen. Das heißt, darum ist es ja so, dass Frauen sich traditionell in der menschlichen Kultur etwas hübscher gemacht haben als Männer. Und jetzt verändert sich das. Jetzt werden die Männer zu hocken, weil das quasi dieser gesellschaftliche Wandel ist, dass quasi jetzt Männer jetzt auch schon versuchen, Frauen auszusuchen und anzuziehen. Ja? Also das verändert sich. Aber im Grunde genommen, von der evolutionsbiologischen Sicht her, ziehen die Frauen die Männer an. Und daher ist es so, dass Frauen, die einen Mann haben, daheim, der ganz sicher ist, ja, wo sie das, weil der mittlerweile schon 20 Kilo zugenommen hat, die Männer nehmen ja durchschnittlich ein Kilo pro Ehejahr zu. Ne? Und irgendwann einmal, der schaut einmal so aus, dass man nicht in kühnsten Träumen die Idee haben kann, dass der noch anderweitig unterkommt. Ne? Dann vergeht man alles. Ne? Dann brauchst du ja nicht mehr anziehen, weil dann hast du nicht sicher bitten. Verstehen Sie? Dann ist aber ja das Problem, wie kriege ich wieder los? Thank you.
Das hängt aber auch daran, dass durch die Emanzipation der Frau, durch ihre wirtschaftliche Selbstständigkeit und so weiter, aber es sehr günstige Aspekte, die Selbstwirksamkeit des Mannes in den Beziehungen nicht immer gewährleistet ist. Darum ist es vielleicht gar nicht so schlecht, ohne dass ich Ihnen das raten will, ohne dass ich Ihnen das raten will, wenn man quasi dem Mann in gewisser Weise in einer Art weiblichen Schlauheit, vielleicht jetzt nicht ganz politisch korrekt, eine gewisse Selbstwirksamkeit zubilligt, damit er nicht total unter die Räder kommt, in der Beziehung, Das Patriarchat ist ja dann wieder, das Patriarchat, Sie können mich dann nicht schlagen dafür, mit der Diskussion, das ist, bin ich gern bereit. Das Patriarchat ist ja sozusagen eine unglaubliche Umkehrung dieser eigentlichen Situation, eine ganz brutale Umkehrung, die Unterdrückung der Frau, die ja nicht ganz ausgestanden ist, wie Sie wissen, im Wirtschaftsleben und so weiter und so fort. Aber tatsächlich ist, dass man doch einen sehr tiefgreifenden Wandlungsprozess der Paarbeziehungen vergegenwärtigt. Das war sozusagen die Sexualität von Frau und Mann. Ich kann ja nur alles anreißen. Über Homosexualität wollte ich zu Ihnen ein bisschen was noch sagen. Die Homosexualität ist ein Phänomen, das der homosexuell ist, meistens von Anfang an, seitdem er sexuell sich erlebt, so empfindet. Und daher kann er, daher hat er das Gefühl, dass er so auf die Welt gekommen ist. Das heißt, dass er so ist und nicht anders. Es gibt viele Theorien zur Homosexualität, von hormonellen Theorien in der Schwangerschaft und Homosexualität. Aber die sind wohl eigentlich bisexuelle Menschen. Das werde ich Ihnen dann gleich erklären, was das bedeutet. Wenn Sie jetzt also davon ausgehen, dass diese Menschen, die homosexuell sind, von Anfang an die Homosexualität als Dimension menschliches Sein sie sich haben und es einfach so erleben und es nicht anders erleben können, wie sie sich als Mann und Frau erleben, dann ist es eine unfassbare Diskriminierung, diesen Menschen nicht die ganz gleichen Lebensvollzüge und die ganz gleichen Respekt und die Gleichstellung angedeihen zu lassen mit den Heterosexuellen und ihnen nicht mit Hochachtung entgegenzukommen, wie man jedem Menschen mit Hochachtung entgegenkommt. Und alle Paragraphen, inklusive des, dass homosexuelle Menschen nicht am Standesamt heiraten können, sind eine unglaubliche Lächerlichkeit angesichts des Bewusstseinsstandes, was wir haben. Also, das ist ja mal der erste Punkt zur Homosexualität. Vielfach wird ja gar nicht gewusst, was Homosexualität ist. Homosexualität ist nichts anderes, als dass ein Mensch sich in einen anderen Menschen gleichen Geschlechts verliebt. Es bedeutet nicht, dass Homosexualität ist nicht die Tatsache, dass ein Mensch mit einem Menschen gleichen Geschlecht Sexualität hat. Sie brauchen nämlich nicht homosexuell sein, damit Sie mit einem Menschen gleichen Geschlecht Sexualität haben. Sie brauchen nur völlig unverklemmt sein, dann können Sie das machen, wenn Sie wollen. Ja? Das ist kein Problem. Ja? Aber die Homosexualität ist sozusagen diese Gefühlsebene. Wir wissen, dass homosexuelle Menschen oft auch Träume haben, aus heterosexuelle sexuelle Träume haben. Man gibt nur, zum Beispiel es gibt homosexuelle Männer, die nur heterosexuelle Träume haben. Aber sie verlieben sich nur in Männer. Und das ist Homosexualität, ist also diese Form von Verliebtheit. Und warum Ihnen das erzählt, dass ich Ihnen noch einmal vermittle, dass Homosexualität etwas ist, was man nicht beeinflussen kann. Weil, wie Sie wissen, ist das Verliebtheitsgefühl etwas, was Sie wirklich nicht im Griff haben. Weil Sie haben vielleicht in Ihrer Jugend den Gustav kennengelernt oder die Resi und das waren super, super Menschen. Ja. Aber Sie haben sich trotzdem nicht in die zwei verliebt. Und stattdessen haben Sie sie in den depperten Seppi oder in die depperte Babsi verliebt. Und Sie konnten nicht anders, ist das nicht so?
so ein Imperativ, dieses Verliebtsein, wo man sich ja nicht emanzipieren kann. Und wenn ein Mensch sich nur, oder ausschließlich nur, ist das falsche Wort, ausschließlich in Menschen gleichen Geschlechts verliebt, dann ist das eben das Wesentliche der Homosexualität. Da braucht man Respekt. Und was ich Ihnen vielleicht noch erzählen möchte, ist, warum das Outing von Menschen so wichtig ist. Sie wissen ja, dass homosexuelle Menschen wahnsinnig darunter leiden, wenn sie sich nicht als homosexuell deklarieren. Und Sie haben sich vielleicht damals gefragt, warum das so ist. Ja? Und das ist deswegen, weil die Menschen, ja, Sie müssen sich vorstellen, ständig mitspielen müssen bei dem heterosexuellen Spiel. Ja? Weil wenn Sie beispielsweise einen Mann treffen, der 25 ist und noch nie eine Freundin gehabt hat, ne? Dann schaut ihn ja jeder so an und sagt, ja, was ist mit einer Freundin oder so, oder sagen viele Menschen nicht. Und der muss so sagen, ja, ist nicht die Richtige vorbeikommen und so, weil er sich nicht traut zu sagen, dass er homosexuell ist. Das heißt, er muss praktisch sich immer selbst entwürdigen, er muss gegen seine eigene Tendenz handeln. So ähnlich, wie Sie sich vorstellen können, Sie werden Jude und Sie werden Nationalsozialismus und niemand weiß, dass Sie Jude sind. Und da schimpft man ein paar über die Juden und dass sie nicht erkannt werden als Juden, müssen sie über ihr eigenes Volk, über eigene Identität herziehen. Und so ist es bei den Homosexuellen. Darum ist es für die Homosexuellen so wichtig, dass sie sich outen und so entscheidend. Und es ist sehr empfehlenswert für alle homosexuellen Menschen. Es werden ungefähr 10% der Menschen in unserem Saal homosexuell sein. Es ist so wichtig, das machen, dass sie sich das trauen, weil es fällt los ab. Natürlich haben sie dann mit Diskriminierungen zu rechnen, die sie vorher nicht hatten, aber der Preis ist viel zu hoch, sich nicht zu outen. Und Gott sei Dank sind wir in einer Gesellschaft, wo man das machen kann. Also dazu würde ich sehr ermutigen und wir heterosexuellen Menschen haben die Pflicht gehabt mit diesem Outing, weil das so viel Mut kostet. Besonderer Vorsicht und mit besonderem Respekt und Hochachtung umzugehen. Das wollte ich zur Homosexualität sagen. Jetzt werde ich dann ja zum Schluss kommen, soll ich schon aufhören oder soll ich noch einen kleinen Schmankerl zum Besten geben? Viele Frauen glauben ja, ihre Sexualität hört in der Menopause, wenn also die Menstruation versiegt, auf. Sie müssen wissen, dass die sexuelle Appetenz auch bei der Frau von Testosteron, von männlichen Geschlechtshormonen, auch Frauen haben Testosteron, männliches Geschlechtshormon, und die sexuelle Appetenz, also die Lust, sexuelle Lust wird auch bei der Frau durch die Testosterone vermittelt. Es ist nur so, die Frauen haben ja viel weniger Testosteron als Männer, Gott sei Dank. Ne? Andererseits, ne? Das ist ja auch schon die Männer mit Bord und so. Aber sie haben viel empfindlichere Testosteronrezeptoren. Und jetzt nimmt quasi in der Menopause die Relation der weiblichen Geschlechtshormone zu den männlichen, die gleich bleiben, die verändert sich, sodass eigentlich nach der Menopause die sexuelle Appetenz eher größer ist, zumindest gleich bleibt, aber nicht kleiner wird. Und die Tatsache, dass viele Frauen sich nach der Menopause weniger sexuell appetent erleben, ist eigentlich ein psychologisches Phänomen, aber kein physiologisches.